Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Systemsträumer. Ihr habt ja in der Ankündigung vom Let's Play Workers and Resources gehört, dass die Ilana und ich uns mal überlegt haben, ob wir Spiele zusammenspielen können, und da kam jetzt Deponia raus. Wie kamen wir denn auf den Titel, Ilana? Ja, hallo erstmal. Sorry. Also sie ist da ein bisschen schüchtern. Sie ist eher so die für Stadtrundfahrten zu haben ist. Nein, wir haben uns das Spiel angeguckt. Wir haben mal geguckt, also einfach, was so bei mir im Store drin liegt und was man da so spielen könnte und was da ganz lustig aussah. Und da sind wir hier drauf gekommen. Und wir hoffen, dass ihr damit Spaß habt, wenn wir versuchen, dieses Spiel zu euch zu zocken. Also ich habe es irgendwann mal vor ein paar Jahren mal irgendwie gespielt gehabt, aber ist alles weg. Ich weiß nichts mehr, außer dass es lustig war. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Intro. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen... Warst du da dran oder warum ist die kaputt? Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Soweit wie ich weiß, fummelst du doch an allem rum, bis es funktioniert, kaputt ist oder gekommen ist. Das ist dein Ernst? Guckst du kein TikTok? Hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig, wir müssen jetzt das Intro gucken. Ja, das ist ein Tutorial. Aber ich glaube, wir können es überspringen. Okay. Irgendwas will noch von mir. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und... Ach so, ich soll jetzt dann anklicken. Okay. Aber man kann klicken und dann geht der Text schneller weg. Sehr gut. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft. Und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Ja, was erklärt er uns denn? Wie man jemanden anspricht, natürlich. Wie man jemanden anspricht? Hm? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Ich weiß nicht, brauchen wir das zu tun? Ne? Nee, das können wir also das, ach, guck mal, der erzählt uns noch, wie man irgendwas drücken muss. Okay. Na gut, eins steht noch da. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der... Also es gibt Auge und Sprechblase und keinen Mund. Das habe ich verstanden. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Na, siehst du das? Was ist es denn? Zungensymbol, dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Einmal zum Gehen. Und muss ich jetzt links oder rechts drücken? Links? Aber das Augensymbol müsste ja vielleicht rechts sein. Das ist das kleine da oben. Was ist das? Das ist ein Kathodenstück. Wo siehst denn du ein Augensymbol? Da war so ein Zahnrad. Also da waren zwei Symbole da. Ein Zahnrad und... Da drüber dann nochmal das Auge in klein. Ich glaube, das ist linke und rechte Maustaste. Ich höre so selten Tutorials. Ich probiere lieber selbst aus. Oder guckst dir Let's Plays an. Genau. Du hast jetzt gerade links klicken müssen. Ja, und ich habe das Ding damit in meine Tasche reingestopft. Ach ja? Guck, Inventar, Hosentasche. Zap, zap, ab und weg ist es. Mit dem Mausrad müssen wir jetzt drehen. Hey, da ist es ja. Hey! Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Guck mal, das andere Ding sieht genauso aus, als wenn sie wie zwei Puzzleteile ineinander reinpassen. Das ist ja auch so beim Yin und Yang. Oha. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Wow, ein Ersatzteil ist es geworden. Sieh her, Wenzel. Es ist beeindruckend. Und jetzt? Kann auf und zu klappen. Sieh her,
Okay, das brauchen wir nicht. Jetzt habe ich es in der Hand. Wie hast du das gemacht? Mit Rechtsklick? Mit der linken Maustaste habe ich es aufgehoben und ans Mausrad gedreht, um das Ding in die Hand zu nehmen. Und jetzt stopfen wir es in dieses Loch rein, oder? In die unauffällige Aussparung, genau. Oder auf den Knopf. Nee, den Knopf daran. Drücken wir danach. Zack. Oh, was ein Wunder. Den Rest schaffe ich schon alleine, wie du meinst. Na, wir haben nicht viel mehr außer einen Knopf und eine Schraubpresse. Was meinst du, den Knopf drücken oder die Schraubpresse? Den Knopf? Du warst doch gerade an dem... Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt... Ich matsch mich doch dann selber platt. Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Oh oh. Ach, ich liebe Tutorials. Nick ist er. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal alle. Ja, immerhin ist es nicht so ein langes Intro. Genau. Oder doch nicht? So, jetzt steht er wo? Müll. Er guckt sich die wunderschöne Landschaft an. Müll. Oh. Noch mehr Müll. Oh, Müll. Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und Müll. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Ich glaube, jetzt habe ich den Sound so eingestellt, dass man gar keine Musik hört, sondern nur noch was er redet. Naja, dann ist es halt so. Du hast die Musik auf leise gestellt. Hm. Ah, da ist ja meine Liste. Oh, wir haben eine Liste. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was ist denn das da unten im Glas? Etwas werde ich mir dabei schon gedacht. Proviant. Ach so, das ist Essen. Hm. Okay, ich kann Koffer auf und zu machen. Und ich kann Koffer angucken. Okay, dann sagt er einfach, was fehlt. Okay. Zahnbürste. Hat der da unterm Bett eine Schublade noch? Nee. Wir könnten noch mal rausgucken, aber ich denke, das bringt nicht wirklich was. Also wir müssen es halt, glaube ich, so wimmelbildartig hier absuchen, was wir da so finden werden. Meine alten Fluchtpläne. Erinnert an die alten Monkey Island Teile. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Na, dann nimm doch die Dose. Aber das Öl ist auch noch drin. Vielleicht kippe ich es einfach in den Abfluss oder so. Ja. Wir nehmen einfach alles mal mit, was wir so finden. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Das war ja sehr traurig. Und da unten ist nichts. Okay, und diese Liste kannst du auch nur anschauen da und nicht mitnehmen, ne? Ne, die habe ich in der Tasche. Ne, ich meine, die da neben der Tür hängt. Die da? Die alten Fluchtpläne. Ne, die konnte ich nicht mitnehmen. Nee. Und ich glaube, wir können hier auch nur runtergehen. Na, dann schauen wir mal. Na, brauchen wir was aus der Hausapotheke? Auf jeden Fall ein Pflaster. Aber steht gar nicht auf der Reiseliste. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Toni? Who the fuck ist Toni? Eine postmenstruale Memo. Memo von Toni. Was heißt denn das? Sagen eine Memo nach der Menstruation. Ist Post, Toni, ja, Pre und Post, ja. Ist Toni eine Frau? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wir haben Toilettentür, da waren wir schon. Ah, guck, hier ist Tonis Zimmer.
Aber gibt es bestimmt was Gutes. Vielleicht Proviant oder so. Vielleicht muss er auch einfach mal aufs Klo. Was macht denn das Waschbecken? Da geht daneben ist eine Zahnbürste, wie ich sehe. Oh ja, stimmt, die steht auf der Liste. Wir müssen sie, glaube ich, nur noch überreden, dass sie mitkommt. Wahrscheinlich keine Lust, ja. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Ja, und wie überzeugen wir die Zahnbürste? Sagen wir, hey, hier ist die Zahnbürste, komm mal her. Boah, was für eine Plörre. Oh, da guckt sie aus. Oh, das sieht doch gut aus. Der Seitenschneider. Und da ist noch was da oben. Waschmittel. Das sah jetzt nicht nach Waschmittel aus. Kannst du das Waschmittel ins Waschbecken kippen? Wahrscheinlich nicht, oder? Kannst du denn was waschen? Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Okay. Ja, da ist ja nur ein bisschen Plörre drin, also da geht noch was. Aber ich könnte das Altöl da reinkippen, vielleicht, dass ich den Behälter habe. Ha! Oh, funktioniert. Dann können wir in diesen Ölbehälter dann einfach ein paar Oliven oder so einlegen. Ein was? In den Ölbehälter kann man dann ein paar Oliven einlegen. Ja. Proviant, wir haben ja jetzt einen Behälter. Oh, guck dir da mal was hin. Hä, war der vorhin schon da, der Pömpel? Ich habe ihn nicht gesehen, aber jetzt könnten wir lustig rumpömpeln. Genau, am Waschbecken. Das könnte nützlich sein. Ich pömpel jetzt an allem rum, was ich hier finde. Waschbecken? Haha, der pömpelt auch. Vielleicht pömpeln wir die Zahnbürste gleich durch. Nein, er geht jetzt hoch, er soll doch aufs Klo gehen. Wir pömpeln die nicht durch, wir pömpeln die aus dem Loch da raus. Vielleicht kann ich das Ding pömpeln. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingsspielzeug. Ja, pömpeln, das ist doch super. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, erst packen, dann geht's vermutlich hier weiter. Und okay. Jetzt ist mein Pömpel weg. Hm. Was ist das? Da hängt eine Notiz. Ein Fallball, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft. Kannst du die Frau nachvollziehen? Warum hängt die da ein Fallball auf? Tja. Ich nehme an, der ist ein bisschen anstrengend. Aber er hört sich doch ganz flauschig an. Also wer gerne pimpelt, der kriegt einen Fallball oder was? Genau, wer weiß, was er nachts macht. Aber du kannst ja mal den Seitenschneider an dem Fallball ausprobieren, ob du das Seil durchschneiden kannst eventuell. Nee, kannst du nicht. Und hast du jetzt schon die dunkle Ecke gepümpelt? Das könnte nützen. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck, aber mittlerweile schon. Ich will das verstecken. Vielleicht müssen wir sie auch auslocken. Hm. Aber ich glaube, hier habe ich jetzt nichts mehr gesehen auf der Etage. Nee. Du? Na, dann pömpeln wir mal unten weiter. Oh, da sind noch mehr Zettel. Oh, da ist noch eine Gabel. Ja, Zettel haben wir noch. Ein Topf. Also ich glaube, ist das Inventar unendlich? Das wird unendlich sein. Ich lasse es mal drauf ankommen. Zickige Memo. Schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Zickige Memo war da dran. Ja. Von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Mit dem ist doch nichts kaputt, er ist doch voll steil drauf. Mach einen Mantel, Alter. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war was habe ich gekriegt? Eine Socke. Eine Socke ist doch toll. Ja, Socken brauchst du doch, oder? Stimmt. Haben wir hier nicht noch den Plan, was wir so brauchen? Seitenschneider, Zahnbürste, Socken und... Ach, wir müssen die auch oben reinlegen dann. Aber ich denke mal, vielleicht braucht man sie vorher noch. Warte mal erstmal, bis wir alles haben. Wir haben die Zahnbürste noch nicht. Ja, was willst du denn da reinlegen? Ja, wir müssen unseren Koffer packen. Und dann müssen die Sachen in den Koffer rein. Ah, okay. Können wir hier was rumwascheln? Guck mal, da hast du einen Topf. Moment, Waschmittel. Und dann... Den Topf habe ich ja von hier mitgenommen. Ah, okay. Warst du wieder im Sekundenschlaf? Aber guck mal, ich tue meine Socken immer im Kühlschrank laden. Die liegen
sonst ja immer unterm Tresen rum und du stopfst dir dann in den Kühlschrank rein, oder wie? Genau, damit es nicht so warm wird im Sommer. Das ist eine kleine natürliche Kühlung. Okay, ich glaube, da ist nichts mehr drin. Und guck doch mal da beim Sofa, ob da irgendwas ist. Ja, ein schöner Kaktus. Ein vollgekrümeltes Sofa. Wir haben noch eine Herdplatte. Und da hängt auch noch eine Notiz. Oh, das ist doch lecker. Ja, aber wir können die doch beim Öl reinstopfen. Oder? Dann machen wir Wasabi-Öl. Wenn da die Diarrhoe nicht vorprogrammiert ist. Oh yes. Lecker. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Sehr schön. Was steht hier noch drauf? Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja, und jetzt haben wir hier noch eine Herdplatte. Und einen Ofen. Wollen wir was in den Ofen schieben? Was könnte da reingehen? Den Topf? Na, der kommt ja vielleicht oben drauf. Was war das? Also wir könnten die Wasabi-Nüsse noch abkochen, dass die ein bisschen besser schmecken. Vielleicht. Ja. Geht der Topf da drauf? Der mach doch, aber Wasser in den Topf ging nicht, oder? Hattest du das probiert? Nee, habe ich nicht probiert. Das probieren wir mal. Also ich kann hinstellen und wieder abstellen. Das heißt, vielleicht geht das. Aber dreckiges Wasser? Das kannst du doch dann abkochen. Hey, funktioniert. Sieht ja fast aus wie Erbsensuppe. So vom Farbe her. Ja, dann können wir da noch ein Feuerchen machen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber irgendwas können wir jetzt an. Die ganzen Scheißzettel, die braucht doch keiner. Kann man noch fürs Feuer benutzen, oder? Ah, perfekt. Jetzt brauchst du aber noch ein Feuer. Dann könnten wir die Socken waschen, oder? Kann ich die Socken da reinschmeißen? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Die Idee war ja eigentlich so bescheuert, aber eigentlich ist ja auch lustig, oder? Ja. Handschweißgerät. Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken raus, hä? Ah. Sowas. Da oben guckt die Zahnbürste vorbei. Die hat sich wieder aus dem Loch rausgetraut. Ja. Ich habe noch die, ich habe irgendwie die Socke noch drauf jetzt. So, Waschmittel drin. Socke. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Dann packen wir die andere auch noch mit rein. Aber die haben noch verschiedene Farben, denkst du, die werden danach gleich werden? Ach, die eine ist vielleicht schon gut. Vielleicht muss eine gewaschen werden. Nö. So, jetzt haben wir bald alles weg. Proviant auch noch mit rein, so ein bisschen lecker essen. Okay, nee, also ich würde sagen, den Ofen muss man anmachen. Vielleicht. Den Ofen anheizen, ja. Wir haben ja auch noch ein Handschweißgerät. Das könnte nützen. Vielleicht kann ich die Socke auf die Zahnbürste draufschießen oder sowas, wenn sie schön nass ist und drauf flatscht. Wieso kriege ich das Ding nicht jetzt? Gucken wir mal, was hier so geht. Oh yeah. Der Ofen ist angeheizt. Da hinten war noch so eine kleine Kammer, hast du gesehen? Ja, aber ich bin noch gerade noch beim Socken abkochen. Also irgendwas müssen wir heute essen, dann gibt es halt gekochte Socke. Ach, die müssen wir ja mitnehmen. Das gute Fleisch ist wieder alle? Vielleicht kann ich die jetzt auch durchpumpeln. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch kein Fleisch gefunden hier. Ja, was machen die Hunde? Na, die sind am Futtern. Wieso kriege ich das Ding jetzt? Jetzt kriege ich es. Einmal durchpumpeln. Nicht pömpeln. Unpömpelbar. Aber den Topf kannst du jetzt nicht einfach vom Herd nehmen. Wenn ich sterben möchte, bestimmt. Vielleicht rührst du mit der Gabel mal um, genau. Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Die Socke verfärbt sich, weil wir eine Gabel reinschmeißen. Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ah, siehst du? Da saß bestimmt das Sockenmonster. Vielleicht kann ich nochmal nachheizen. Das ist eine grüne Socke. Gucken wir mal den Rest an. Vielleicht kocht es irgendwann fertig. Mhm. Ja. Oh, guck mal, kann noch zumachen. Topf, ouch. Das ist ja heiß. Er gibt uns aber keinen Hinweis, wie wir den Topf wieder kalt kriegen. Vielleicht braucht man den einfach nicht mehr. Keine Chance. Nicht? Die
Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Die Gabel ist auch weg jetzt, ne? Ja, aber dafür hat sich die Socke verfärbt. Hm. Was kann man denn hier verwenden? Den Seitenschneider hatten wir schon, ne? Ne, den hatten wir oben probiert. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Wir brauchen einen Hebel. Vielleicht einen Pömpel. Der braucht schon grandiose Allzweck. Vielleicht kann ich das Ding aufpompeln. Du pömpelst alles weg, wa? Ja, irgendwie. Guck, bam. Zack, aufgepömpelt. Oh nein. Hey, mit dem Ding kann man bestimmt die Zahnbürste fangen, oder? Ja. Vielleicht ist noch... Also wenn man einmal gebissen hat, steckt man die Hand nicht nochmal. Mausefahne. Ist doch ein Plan, oder? Die schmeißen jetzt so bam drauf und dann kriegen wir die Zahnbürste. Genau. Und dann müssen wir sie halt noch halb totschlagen, dass sie auch im Koffer drin bleibt und nicht rausfällt. Du brauchst einen Köder. Köder. Wasabi-Nüsse? Socke. Die riecht zwar nach Käse. Käse. Trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Proviant. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Guck, jetzt haben wir eine Nuss drauf. Geile Scheiße. Put, put, put. Komm zu Papa. Und die Zahnbürste holt sich eine Wasabi-Nuss, klar. Auch eine Zahnbürste braucht man eine Nuss. Und jetzt habe ich sie. Yes. Okay. Okay. Seitenschneider hast du, Zahnbürste hast du. Du brauchst noch einen zweiten Socken. Was sagt denn das da? Wieso geht die nicht auf, wenn ich sie anklicke? Jetzt. Proviant hast du auch. Also du brauchst jetzt bloß noch einen Socken. Der schwimmt ja noch. Und kommen wir da jetzt nicht mit irgendwas rein? Vielleicht klappt das. Ging doch eben nicht. Ja, aber mit dem Seitenschneider haben wir noch nichts gemacht. Irgendwas müssen wir dann. Aus Apotheke. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Also mit dem Ding wird es nicht aufgehen. Aber hier kann ich jetzt gerade nichts anklicken. Aber das wird doch super da so passen und zack und abschneiden. Und ja, dann kommen wir dann in den Raum rein. Nochmal hören, was er sagt, was wir da brauchen. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas liegen lassen. Hm. Wir haben den Pömpel ja noch, aber ich glaube, der ist jetzt ausgepömpelt, den kann ich nicht mehr mitnehmen. Geht noch was beim Sofa. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Und den Topf, den müssen wir irgendwie wieder auskriegen. Mehr ist wohl nicht, reicht ja auch. Ist da hinten noch was? Hier Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nichts. Will er auch nicht hin. Ist noch was im Kühlschrank? Hast du noch eine Idee? Also wir könnten noch irgendwas abfackeln. Wir haben noch den Proviant. Wie kriegen wir das Feuer hier aus? Gibt es da irgendeinen Knopf vielleicht bei dem Ding? Nee, aber ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall noch eine zweite Socke finden. Ja, die liegt ja hier im Topf drin mit der Gabel. Nee, die hast du ja rausgeholt schon. Nee, habe ich nicht. Die ist da noch drin. Die andere Socke war schon da. Geh noch mal hoch. Soll ich schon mal die Zahnbürste sicher verstauen, bevor die mir aus der Hose springt? Genau. Ja, aber genau, beim Koffer und guck da einfach noch mal irgendwo. Es fehlt nur. Kannst du noch sonst was im Bett anklicken? Ein paar Socken und das war's. Warte, erstmal gucken, ob ich da jetzt irgendwas schon reinlegen kann. Zahnbürste. Guck, die ist gebändigt. Check. Doppelklicken muss ich, dass es geht. Seitenschneider, warum auch immer. Check. Ach, guck mal, da ist jetzt ein Häkchen. Check. Mhm. Cool. Boah, wir haben jetzt einen Plan. Liste finden, Koffer packen und dann ab nach Elysium. Hört sich doch nach einem Plan an. Kissen? Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit. Ach, ich hab die Socke. Aber ich hab doch vorhin zwei Socken.
Stimmt, ja. Die eine hat sich aufgelöst. Eine grüne und eine gelbe. Nee, eine blaue und eine gelbe. Und daraus ist dann eine grüne gekommen. Ja. Hm. So, jetzt hast du zwei grüne Socken. Und kannst die... Die sind schon ein Sockenpaar geworden. Wow. Die haben sich allein zusammengematscht. Und dann musst du den Wasabi noch reinpacken und dann hast du alles im Koffer. Und dann geht die Reise los. Proviant? Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Jetzt geht der Koffer nicht mehr zu. Nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Den Seitenschneider. Wieso, der liegt doch da drin. Naja, den braucht man doch. Wir brauchen ja alles. Was habe ich jetzt falsch reingeschmissen? Aber den Seitenschneider hast du schon benutzt, oder? Da war gerade irgendein Hilfesymbol, aber ich habe es nicht angeklickt. Wie komme ich da zurück? Wie zur Hölle? Achso, ich muss jetzt eins auswählen. Hm. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Ja, und warum habe ich den dann in der Liste drin? Wie kommst du jetzt da drauf? Weil so riesig ist. Ja. Und jetzt brauchst du den Seitenschneider bestimmt, um irgendwas zu öffnen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey, Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel. Können wir hier irgendwo abspeichern oder speichert es automatisch? Keine Ahnung. Du kennst das Spiel nicht, ich. Das ist Jahre her. Ich habe Demenz. Wo soll ich das noch wissen? Ich weiß ja nicht mehr, welcher Wochentag ist. Heute? Ja, heute halt, genau. Heute ist heute. Würde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen? Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Oder wir haben es jetzt schon durchgespielt, könnt ihr auch sagen. Klar. Wir haben es aus dem Raum ausgeschafft. Hat das irgendwann mal Geld gekostet, das Spiel? Ich habe das irgendwie, diese Trilogie da umsonst gekriegt. Ah, okay. Aber ich will diesen Plan hier noch angucken. Ich glaube, das sehen wir jetzt. Okay, keine Ahnung. Wir müssen den Koffer verstauen. Wir müssen eine Harpune kalibrieren, dann Lunte zünden und dann zack, ab nach Elysium über einen Kreuzer. Das hört sich nach dem Plan an, ich denke. Genau, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.